auch von Henry Johnson. Jeff Schneider. Raymond Brown. Okay. Kyle Thornton. Auch von Jeff Schneider. Haben wir nicht irgendwo... Das war der Arzt, was auch für Ding zuständig war, ne? Für den Andrew Reed war der zuständig. Ich habe das Gefühl, der hat doch irgendwie... Ja, irgendwie... Hello again, Miss Roberts. How are you doing? What should we talk about today? The nurses have notified me that you haven't been eating your meals. Is there something wrong with the food? We know that currently this is a rough time for you. Your father has been asking for you. He wants to know if he can talk to you. Okay. Okay. Okay, dann war ich schon richtig mit meinen Gedanken. Wer ist das? Hello again, Miss Roberts. Miss Roberts. What should we talk about today? The nurses have notified me that you haven't been eating your meals. Is there something wrong with the food? We know that currently this is a rough time for you. Your father has been asking for you. He wants to know if he can talk to you. Okay, die Roberts war ja hier im Krankenhaus. Spricht aber anscheinend nicht mit dem Arzt. Alles klar. Und den Vater wollte sie anscheinend auch nicht sehen. Auch keine Verbindung nach draußen. Can somebody let Catherine know that I found her missing pin and I placed it one of the drawers of the lobby. If she's wondering, I found it in the basement storage. She needs to take better care of her things. Hast du denn a missing pin? Ach, ich bin so kacke in Englisch. Ah, kurz. Ich vergesse das sonst wieder. In der Lobby... Warte, was? The drawers of the lobby. Ich war doch vorhin in der Lobby, da war doch nichts. Okay, nochmal zurück in die Lobby. Aber da war nichts. Ach so. Da war doch nichts, oder? Oder habe ich was vergessen? Nee. Das ist nicht die Lobby, ne? Emergency Center? Nee, was ist denn die blöde Lobby? Von wo kam ich denn? Ich glaube von hier. Ah! Nee, das ist die Reception Area. Wo ist die Lobby? Habe ich nicht irgendwo eine Map? Hospital Map. Lobby. 8. Doch. In one of the drawers in the lobby. Habe ich die nicht aufgemacht, ich Idiot? Tatsache. Okay. Space Equipment. Okay. Vielleicht brauchen wir das nochmal irgendwo. Stimmt, das könnte der Zahlencode für ihren Schrank sein. Nein! Million Night Fit. 1964. Darf ich den... Na. Ja.
Ex-Million Nightfit ist eine schöne Übersetzung von dem, was da steht. Wie komme ich denn auf Ex-Million Nightfit? Ex-Nihilo-Nihil-Fit. Ich fand meins schöner. Okay. Ach Leute, da kann man auch zoomen. Stimmt. Okay. Ich habe hier drin jetzt irgendwie nichts gefunden. Foto. Wie Foto? Ich habe doch Fotos gemacht. Das war... Da war doch jetzt nirgendwo so ein verkackter Pin, oder? Bin ich blöd? Hä? Da war nichts. Kann man sonst nichts pickuppen? Jo. Ist auch nichts drin. Der verarscht mich doch mit ihrem scheiß doofen Pin. Was ist nur wieder mit dem Schlüssel? Wenn er seinen Schlüssel vergisst, muss man in den Blumentöpfen bei der Kirche gucken. Das haben wir uns schon aufgeschrieben. Das ist doch nichts. Hoppala. Das habe ich vorher nicht abfotografiert, ne? Lucky, hallo. Ja, wunderbar. Hast dich auch mal wieder hergesellt. Ein Diary von Wanda Tyler. Das ist die mit dem Krebs gewesen. 15. November 1995. Derek visits me every day. Sometimes he smuggles the snacks that I like, knowing that I would never get them from the nurses. Other times he brings me flowers. They smell so wonderful. I know that I love Sense and Sensibility and reads me a chapter or two every time he's here. If he doesn't have to drive Charles for a few days, he stays past visiting hours and sleeps on the armchair, tending to my needs during the night and gives the nurses a break. Oh, he's such a good kid. Derek ist anscheinend der Sohn von Wanda. Wer war Wanda? Wanda? Derek? Sohn. Wanda war aber, glaube ich, so eine... Oder war Derek nicht der... Der Butler? Irgendwie so? 2. Dezember 1995. My hair is falling off more now. I really don't like the chemotherapy sessions. They make me throw up afterwards. Every time Derek visits me, it pains me to see him holding back his tears. I want to comfort him, saying that I'm getting better. But my appearance betrays me. 16. Dezember 1995. Sometimes I wonder if my life had any meaning at all. Having mostly worked my whole life for the Roberts family, what will people say at my funeral? Will Derek think of me as a mother who is always there for him? I could have done so much more, if only there was more time. Okay. Hoppala. Okay, hier hat also... Hier lag Dereks Mutter. Und Derek hat anscheinend... War der Fahrer vom... Ah, wir haben so gelicht. Das war doch der Fahrer vom Bürgermeister. Wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, ich bin wieder hier. Office ist auch closed. Da war ich noch nicht, weil ich doch nicht hochgegangen bin. For doctors only use.
Oh, dieses Quietschen. Das zieht dann einmal so komplett durchs Ohr durch. Da liegt was. Paynes Creek Community Hospital, Henry Johnson. Stuffpuss. Henry Johnson war doch der Arzt, der gestorben ist, oder? Ja. Sieh mal einer an. Okay. Da ist nichts drin. Auch nichts drin. Auch nichts drin. Und auch nichts drin. Okay. Dafür brauchen wir wieder einen Schlüssel. Dafür auch. Ich habe immer noch Angst, dass irgendwo einfach mal dieses kleine Mädchen steht. Halt. Hier haben wir noch nicht geguckt. Hier kommen wir auch nicht hinter. Okay. Ist einfach ganz ekelhaft. Vom Fenster und guckt mich an. Raum 210 ist auch zu. 209 ist auch zu. Wird auch zu sein. Ist auch noch mal eine Treppe. Restrooms. Ich habe mich jetzt gewundert, wenn die auch zu wären. Da ist nichts drin. Im Klo ist auch nichts drin. Draußen steht auch nicht, auch niemand. Schön. Die haben Unisex-Toiletten. Hochmodern. Okay. Stimmt, hinten waren die Treppen. Aber ich wollte hier noch reingehen. Und 207. Ah. Du bist offen. Oh. Ist auch nochmal ein Restroom. Der ist natürlich zugesperrt. Da ist nix. In hell is heaven real? The definitive book and answering the reality other afterlife in spirituality, Alfred Coldwin. Many has debated the existence of heaven. Many has stood by the fact that science disapproves heaven's existence, while others say that science doesn't. Join Alfred Coldwin as he challenges the views of both sides. With an open mind, remove all bias and take a look at the controversial topic, many of life's unknown questions. Coleman gives a very fresh understanding and on many core issues, Berlin Post. Okay. From the collaborators of science versus religion. Vielleicht ist es wichtig. Irgendwann mal. Könnte sein. So ein Becher. Hoppala. Das ist ein bisschen anders, als wenn ein Löwe brüllen würde. Hoppala. Ach, Menschenskinder. Okay, Tabletten können wir uns auch nicht angucken. Wobei ich auch zoomen kann. Acetaminophen. Toothpaste, okay. Das sind die ganzen Dokumente, die wir vorhin uns durchgelesen haben. Huch. Jeniko, I was so glad when I got your letter. I'm sorry too, and thank you letting me choose where we bury our time capsule. I have a few ideas in my mind, and I want you to pick one for me. One playground, second behind hunting cabin, cemetery. Da ist Blut drauf. Warum ist da Blut drauf?
Also wir haben so eine, ich weiß nicht, ob es die Time Capsule war, die was wir hier beim Spielplatz gefunden haben, bei dem Baum. Aber warum ist da Blut drauf? Gut, es könnte auch Wasserfarben sein. Aber er hat das mit Buntstiften gemalt. Also nehme ich nicht an, dass es das Wasserfarben sind. Dear Hannah, I heard from my mom that you are not feeling well and I have to be in the hospital from now on. So I wrote this letter to say I'm really sorry for what I said to you last time. I just wanted our time capsule to be perfect. When you get better, you can put anything you want in your time capsule and you can decide where we should bury it. I promise. I really hope you get well soon. I miss you. Please write back to me. P.S. You can pass your letter to my mom. She works in the hospital as a nurse. Nicole. Okay, halt. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt Hannah und wer Nicole ist. Milch, ew. Die würde ich jetzt nicht mehr aufmachen. Okay. Aus welcher Richtung kamen wir? Aus der, ne? So, mehr Bettzimmer. Ohne Licht. Bücher sind auch nicht. Okay. Da liegt nichts. Hier liegt auch nichts. Auf dem Fensterbrett. Da sind überall Lichtschalter. Da liegt was. Read. Huch. Dying Man's Letter. Errungenschaft. The last few months gave me time to reflect for quite some time. When one comes to the understanding that soon my body will be no more and I will return to the earth, the question arises of the purpose we fragile beings have in this life. How many soul yearns for those joyful moments with loved ones when I was ignorant of such incomprehensible matters. And now I sit here, just waiting for death, knowing that I will never have a second chance. If only I could express what I feel to my wife, kids, people I once called friends, maybe I can feel comfort. My body may be old to travel, but at least I can send something to them. A nurse has helped me prepare a package to send. I will see to it personally that it gets dropped off once my body feels better. The last effort of a sick old man, Harold S. Mason. Den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, ne? Letter to Daniels. Okay, nein. Ich denke mal, mit Doppel-C kann ich Fotos schießen, aber nein, kann ich nicht. Okay. Dieser Harold A. Mason war anscheinend ein nicht so umgänglicher Mensch. Der viel bereut hat, wo er jetzt drauf kommt, nachdem er sterbenskrank ist. Ich komme von hier, ne? Nein, ich komme von hier. Hier muss ich lang. Raum 203 ist auch zu. Raum 200. Alter. Okay, wir haben hier einen Fitnessraum. Ist irgendwie strange, dass im Fitnessraum Rollstühle stehen. Aber ist okay. Hier können wir Licht wieder ausmachen. Also, dass so viele Rollstühle hier stehen. Vielleicht können wir Licht doch nicht ausmachen. Da kommen wir nicht hin. Machen wir Licht wieder aus. Ich mag Krankenhäuser nicht. Natürlich ist es locked. Licht wieder an. Okay. Jetzt in die andere Richtung. Ah, Licht. Oh. Yay, Treppen. Wir müssen auch noch irgendwie runter in den Keller, ne? Jetzt sind wir im First Floor. Ach, so eine Kacke. The door is bolted from behind.
Hier, wir haben doch keinen anderen Weg runter in den Keller, oder? Ich bin jetzt First Floor. 16, 17, 18. Ich bin bei 16. Okay, dann gehe ich jetzt einmal quer durch die Lobby. Da müsste da drüben die 17 sein. Vielleicht kann ich da runter und da ist die Tür offen. Zu weit. Wie hast du denn jetzt geschafft, mich zu verlaufen, während ich gerade auslaufe? Von da komme ich doch gerade, oder? It's locked. Ja, von hier komme ich. Dementsprechend musst du hier auf der anderen Seite. Ja, genau. Ach, da geht's nicht runter, da geht's nur hoch. Das ist ungünstig. Okay. 16, 17. 16, 17, 18. 16? Ach halt. 16, 17, 18. Okay. Wo ist die Treppe jetzt? Hier. Wenn ich hier gerade ausgehe, ist anscheinend auch nochmal eine Treppe. Ich will mich nicht umdrehen. Hat's mich jetzt gerissen. Ich will nicht mehr. What the fuck? Alter Schwede. Wie, was war das? Ich dachte, du kennst das Spiel. Alter, ich hab grad so ein Herzrasen. Ich will mich nicht umdrehen. Ja, es ging Licht aus, deswegen will ich mich nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Oh mein Gott, ist ja... Nein. Nein. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ich guck nicht hin und ihr sagt mir, was da ist, okay? Da ist nichts, okay. Oh Gott, ich will mich nicht nochmal umdrehen. Oh Gott. Oh. Da geht's auch nicht runter. Oh, oh Gott. ohne Scheiß. Ich zitter gerade echt. Das kam gerade so unerwartet. What the fuck? Hier ist gerade überall das Licht ausgegangen. Ich will hier raus. Ohne Scheiß, ich will hier raus. Ihr habt das gerade auch gehört, oder? Da waren Fußstapfen, die nicht meine waren. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Das Licht ging genau hinter mir aus an der Anmeldung. Da war vorher Licht an. Alter. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Da war ein Fuß. Oh mein Gott. Alter, Philomix, warum schlägst du sowas vor, dass ich spielen soll? Ich gehe. Oh mein Gott. Oh. Nein. Nein. Ich muss mich umdrehen. Ich muss da noch mal durch. Du schlägst dich doch prima. Leck mich doch am Arsch. Nein. Oh Gott. Ich habe Fußtapser hinter mir gehört. Deswegen bin ich auch gerade da rausgerannt.
Das hört sich jetzt wahrscheinlich wie eine Ausrede an, aber tatsächlich werde ich bald aufhören müssen. Das ist, oh Gott. Ich werde tatsächlich bald aufhören müssen zu streamen, unabhängig von dem Spiel jetzt. Ich will da nicht wieder rein. Ohne Scheiße, ich will da nicht wieder rein. Okay, ich gehe. Ohne Quatsch, ich will nicht länger in diesem Krankenhaus sein. Ich gehe. Oh Gott. Wir gehen jetzt nochmal zur Kirche und gucken die Blumentöpfe an. Oh mein Gott. Oh, Entschuldigung. Oh. Ey, so ein... Okay. Es ist wieder alles gut. Wir sind aus dem Krankenhaus raus. Jetzt geht's mir wieder super. Hast du eigentlich das Spiel... Also kennst du die Story schon komplett? Oder hast du nur angespielt oder angefangen zu gucken? Wo war... Wir waren gerade hier. Wir sind wahrscheinlich jetzt hier irgendwo. Da... Unter. Die Wohnung steht das nicht. Ja, das ist alles nur durch Atmosphäre, ist halt schon krass. Aber genau solche Spiele finde ich viel, viel besser als wie hier. Du kannst es bis zum Ende, okay. Solche Spiele mit Atmosphäre, die das alles nur mit Atmosphäre und nicht mit. Meistens nicht mit Jumpscares schaffen, finde ich auch viel, 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 viel schlimmer. Also wie jetzt zum Beispiel bei. Outlast, das einfach nur noch, ja, wirr und eklig ist. Deswegen sage ich, ich bin ja auch so ein großer Fan von Layers of Fear. Wir haben doch vorhin schon mal alle Dinge angeguckt, alle Blumentöpfe, da war nichts. Ah, lol, hier. Was nochmal? Aber wenn da wer im Krankenhaus ist, dann kann der die das doch auch da rauskommen. Dankeschön, Kara. Du bist eine wahnsinnig tolle Unterstützung. Ich will nicht nochmal ins Krankenhaus. Krankenhaus ist ein Scheiße. Das habe ich von Anfang an gesagt. Nein. Warum gehe ich denn jetzt in die Kirche? Kara hat recht. Verlassene Kirchen sind ungefähr genauso scheiße wie verlassene Krankenhäuser. Nicht so groß, aber ungefähr genauso kacke gruselig. Da, Licht. Ich will ja schon gar kein Licht mehr anmachen, weil jetzt macht irgendein Zeh halt wieder Butz. Und so scheiß Licht wieder aus. Die Holy Bible. Church will be closed for the funeral of Angie Reed. Okay. Oh. Oliver's photography. Taking your favorite moments in time and holding them still. More than 50 years of experience. Oliver Gibson, den hatten wir doch vorhin mal. Albert Gibson, den hatten wir. Specialized in candid portraits and scenic photography. He knows for... Providing fun, eye-catching and beautiful photograph stories to celebrate strong emotional connections. Okay. No smoking. Welcome to Payne's Creek Trinity Church. Okay. Ach Gott. Ein Zeitungsartikel. Ach sowas. Mansion worker Andrew Reed's charred body found in his burnt home. Okay, body covered with third-degree burns by Heather Ono. At around 11:25 p.m. last night, a fire broke out on 7 Blake Pine Road, Payne's Creek. Andrew Reed, the owner of the house, was found decayed with third-degree burns from head to toe. He was seated on the couch in the living room next to the fireplace when the fire likely started. The cause of fire has not yet been determined, but the sight of alcoholic bottles on the floor suggested that the carpet may have been soaked and
helped increase whatever set the incident off. According to possible witness, Andrew was seen drunk last night when he was leaving Anne's courtyard in Inns and Suites. Police found bottles of empty vodka in the living room next to the fireplace. No foul play is detected at this moment. Andrew Reed, a gardener and handyman for the Roberts family for more than two decades, has a wife and a son who cur. Seven Black Anne Road? Was? Blackpin Road? Seven Black Pine Road. Ja, das war die. Ja. In der Seven Black Pine Road war ich schon. Das war dieses Ding, Haus, das verbrannt war. Also wissen wir jetzt, dass Andrew Reed tot durch Feuer. Der hat halluziniert von dem Mädchen, das wir auch gesehen haben. Und da sind das scheiß Licht hinter uns ausgeschaltet hat, die dumme Kuh. Okay, tot durch Feuer.